Ist das dein Sohn? Diese oh mein Gott! Scheint noch ziemlich frisch zu sein. Ja, ich sehe es. Es ist natürlich in Diamond City. Es war nicht meine Idee, mich mit dem Jungen mitten in Diamond City niederzulassen. Ich hielt das sogar für eine Scheißidee. Aber es war eines der Lieblingsprojekte des alten Mannes. Also blieben wir dort. Ich und das Kind. Wie eine glückliche kleine Familie. Und irgendwie gefiel es mir sogar. Es erinnerte mich daran, wie mein Leben hätte sein können, wenn alles anders gekommen wäre. Einen fremden Sohn kidnappen und sich dann mit ihm eine Familie großziehen. Ja klar, dass es nur auf Zeit war. Spitzenklasse. Früher oder später wäre alles wieder beim Alten. Tch. Die ganze Sache in Diamond City war Teil eines ausgeklügelten Plans des alten Mannes. Jetzt ist klar, dass wir für unseren Freund aus dem Vault als Köder herhalten sollten. Was machen seine Pupillen? Das Timing konnte kein Zufall sein. So arbeitet der alte Mann nicht. Ob er mich am Schluss wohl überlistet hat? Noch ein ungelöstes Problem weniger. Sind wir jetzt fertig? Muss ich irgendwo hin? Stockwerk hoch? Nein? Hello? Muss ich? Kellogg. Ah! Schon gut. Who's that? Irgendwann wird dir nochmal der Kopf weggepustet, wird immer so reinplatzen. Ist es die Tools Runner? Die Zivilisten sollten mich möglichst nicht sehen. Ich hab nichts gesagt. Also, wo liegt diesmal das Problem? Die neuen Synths könnten problemlos als Menschen durchgehen. Wow. Manchen ist das auch gelungen. Der ist ein Synth? Aber die Runner wurden so gebaut, dass sie nicht erkannt werden. Okay. Sie waren Tötungsmaschinen. Damn it! Schnörkellos und einfach. Klüger, stärker und schneller als fast jeder Mensch. Zum Glück waren sie immer auf meiner Seite. Es gibt einen neuen Auftrag für dich. Einer unserer Wissenschaftler hat das Institut verlassen. Verlassen? Er ist abgehauen. Sein Name ist Dr. Brian Virgil. Dr. Brian Virgil? Er versteckt sich irgendwo im leuchtenden Meer. Hier ist seine Akte. Ah! Dr. Brian Virgil! Wow. Da werden wohl ein paar Köpfe rollen. Gefangen nehmen und zurückbringen oder... Ich muss zu dem. Eliminieren. Jetzt! Eliminieren. Er arbeitete an einem streng geheimen Projekt. Im Ernst? Einer der Top-Biowissenschaftler? Scheiße. Dann nimmst du den Jungen wohl mit dir zurück. Korrekt. Du hast jetzt nur die Aufgabe, Virgil zu finden und auszuschalten. Bringen Sie mich nach Hause zu meinem Vater? Ja. Stell dich neben mich und beweg dich nicht. Okay. Okay. Hä? Okay. X688, bereit für Transmission mit Sean. Wiedersehen, Mr. Kellogg. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Wow! Mach's gut. Woo! Okay. Teleportation. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Ja, gell? Es kennt niemand den Eingang zum Institut, weil es überhaupt keinen Eingang gibt. Ha! Ich hol dich da wieder raus. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin soweit? Ja, bitte. Dankeschön. Teleportation, so. Schlaue Leute im Institut, wie ich sehe. Keine schnellen Bewegungen, ja? Keine Ahnung, welche Nebenwirkungen die Prozedur hat. Ja, sowas hat ich doch auch nie nicht jemand gemacht. Wie fühlst du dich? Ja, passt schon. Hey. Ganz gut. Mir geht's gut, Doktor. Danke. Gut, aber ich möchte dich gern selbst im Auge behalten, damit wir langfristige Schäden ausschließen können. Ja, ich komme alle zwei über Tage. Das reden, was da drinnen passiert ist? Virgil! Es gibt mehr als eine Person, die etwas über das Institut weiß. Virgil,
Der entflohene Wissenschaftler. Ich wusste nicht, dass Institutswissenschaftler desertieren können. Das ändert alles. Er könnte so manche Frage beantworten. Ach du, Genie! Erinnerung? Beim leuchtenden Meer? Das kann nicht sein. Da geht niemand hin. Nicht einmal, um sich zu verstecken. Tja, ich würde sagen, das ist das perfekte Versteck. Darum ist er dort. Er möchte es dem Institut erschweren, ihm zu folgen. Das muss es sein. Er nutzt die Strahlung des leuchtenden Meeres. Das war jetzt echt gar nicht naheliegend. Um sie abzuschütteln und einen Vorteil zu erlangen. Wenn Virgil weiß, wie man dort überlebt, musst du das auch können, wenn du ihm folgen willst. Das wäre nicht schlecht. Was kann ich gegen so hohe Strahlung ausrichten, Doktor? Es gibt chemische Mittel, Radix, Radaway. Du brauchst so viele, wie du tragen kannst. Vielleicht mehr. Ein Strahlenschutzanzug wäre toll, wenn du einen findest. Oder vielleicht so eine Powerrüstung. Das wäre perfekt. So eine Powerrüstung. Na gut. Ich finde schon einen Weg durch die Strahlung. Keine Sorge. Viel Glück und pass auf dich auf. Übrigens habe ich zuerst Mr. Valentine getrennt und dann das Implantat entfernt, während du geschlafen hast. Er wartet oben auf dich. Das ist bestimmt mad und durchgedreht und verrückt und nicht mehr normal. Oder vielleicht ist er auch einfach so wie vorher. Hey, wo ist er denn? Ah, da sitzt er. Hi! Nick. Hoffentlich hast du gefunden, was du in meinem Kopf gesucht hast. Oh? Ich hatte recht. Ich hätte dich töten sollen, als du eingefroren warst. Ah, okay. Schon klar. Kellogg, bist du das? Was? Wovon redest du überhaupt? Du hast dich wie Kellogg angehört. Ja. Amari meinte, es könnten noch mnemonische Eindrücke vorhanden sein. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Gehen wir. Nee, bleib mal hier. Mit dir stimmt was nicht, Nick. Ich will dich nicht dabei haben. Ich sag doch, mir geht's gut. Nein. Aber ich verstehe schon. Kelloggs Gehirn war für uns beide heftig. Ich bin in Diamond City, wenn du dich wieder abgekühlt hast. Ja, ich schaff's auch so. Dankeschön. Holy shit. Ich hätte dich umbringen sollen, als du eingefroren warst. Ja, danke. Das war das, was ich hören wollte. Auf jeden Fall. Oh, whatever. Die stählerne Bruderschaft sollte sich besser von Gottes Ding machen. Aber ich will nicht, dass ihr darüber vergesst. Ich glaube, die stählerne Bruderschaft tritt euch hart in die Eier, wenn sie vorbeikommt. Da könnt ihr noch so einen auf dicke Hose machen. Wer mit so einem riesen Zeppelin rumfliegt über die ganze Welt, der tötet auch mal eben... Wow. Tötet auch mal eben so ein paar Leuchchen hier. Was wirklich ist das denn? Halt die Freaks, wir müssen zusammenhalten. Und das geht am besten, wenn wir darauf achten, was uns auseinandertreibt. Versteht ihr? Ja, so sieht's aus, Hancock. Ja, Techboy, was möchtest du? In unserem großen, netten Commonwealth will uns auseinandertreiben. Was für ein bösartiges, gefährliches Schreckgespenst. Läuft's auf Hitbox wenigstens flüssig? Weil ich glaube, auf Twitch müsste es zumindest im Moment auch wieder sich beruhigt haben. Ganz genau. Wer hat das gesagt? Komm nachher in meinem Büro vorbei. Du hast dir etwas Jet verdient. Das Institut. Das ist der wahre Feind. Nicht die Raider, nicht die Supermutanten, nicht mal diese Penner drüben in Diamond City. Ich weiß nicht, Hancock. Ich würde McDonough schon gerne mal in den Arsch treten. Hey, ihr wisst alle, dass ich meinen ganz persönlichen Streit mit dem Idioten habe. Aber wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ich will, dass ihr alle das Institut im Hinterkopf behaltet. Passt auf, ob sich jemand plötzlich komisch verhält. Ob jemand Dinge tut, die ihr normalerweise nicht tut. Ob Verwandte euch plötzlich ohne Grund nicht mehr sehen wollen. Wir alle wissen, wer hinter dieser Art von Scheiße steckt. Und der einzige Weg, das zu verhindern, ist zusammenzuhalten. Sie können uns nicht kontrollieren, wenn wir keine Angst haben. Also, wer hat Angst vorm Institut? Wir nicht! Und mit welcher Stadt im Commonwealth? Sollte sich das Institut besser nicht anlegen? Good Neighbor! Und wer hat den Good Neighbor das Sagen? Hancock!
Aus dem Volk! Für das Volk! Für das Volk! Für das Volk! Halt! Hey! Cleo! Halt! Nee, was machst du denn? Jede Waffe, die du hier siehst, könnte den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten, Baby. The fuck is you? Wer... was bist du? Ich bin eine Frau, Baby. Siehst du das denn nicht? Ich will nicht unhöflich sein, aber... you know... ich glaube nicht. Oh, na klar, es sind nur... diese ganzen Metallplatten. Du bist ein Roboter, oder? Ein sehr... weiblicher Roboter. War das eine Anmache? Da habe ich aber schon bessere gehört. Also brauchst du was? Hier geht's doch schon wieder um Drogen. Ist das richtig? Tagboy schreibt, Hitbox ist abgeschmiert. Oh mein Gott! Ach, das wird schon. Mach dir nichts draus. Was hast du denn für Waffen? Wenn es töten kann, verkaufe ich es. Außer Selbstmordgedanken. Die lassen sich so schlecht abpacken. Also, kommen wir ins Geschäft. Show me what you got. Mord und Totschlag zu Sonderpreisen. Oh mein Gott, was für schlechte Witze. Okay, was kosten die hier? 8 pro Patrone. Da werde ich ja arm, wenn ich das einkaufe. Ah! Da fällt mir gerade ein. Ich wollte noch mein Vorkriegsgeld verkaufen. Wo war das? Moment. Unter V, scroll. Vorkriegsgeld. Ah ja, das ist ja fast 300 Kronkorken wert. Easy. Dafür kaufe ich dir auch... welche Patronen brauche ich denn am ehesten? Moment, lass das mal annehmen, so. Welche Patronen verschießt das Ding hier? Hacke, lauf doch nicht gleich weg. Ah, du bleibst... ah, alles gut. Okay. Inventar. Da wollte ich hin. Waffen. Was haben wir... 308er, vor allem aber meine, das hier war es, glaube ich, mit Visier, ja, das ich gerade habe, oder? Ja, genau, das ist das. Kampfgewehr, 45er? Ja, komm, kaufe ich mal da ein paar 45er. Ich habe hier für jede Situation die passende Waffe. Da hinten ja, liegt eine Mini-Atombombe, ich sehe es genau. Hinter dir, an deinem Arm, da. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Mord und Totschlag zu Sonderpreisen. Das habe ich schon mal gehört, danke. Habe ich jetzt 45er gesagt? Ich bin so ein Depp, echt? Ja, 45. Zack, sie fix, echt. Cleo. Halt. Ich hoffe, du, wenn die nicht so viel quatschen würden, könnte ich mir auch merken, dass ich 45er brauche. Arsenal muss ich schließlich seinen Lebensunterhalt verdienen. Bla. Zeig mal, was du so hast. Eine Waffe. Ja, 45er. Wow! Okay, sind es eigentlich die teuersten? 6 pro Patrone? 8? Gott. Ja, komm, ich kauf mal 100 Stück oder so ein. Sicher ist sicher. Versuchen wir mal genau zu sein hier. Scheiße. Das kostet, aber egal. Das geht schon. Fusionszelle. Nee, danke. Ich bin zufrieden. Ich kann dich ja noch ein bisschen ausrauben. So wäre ich versteckt sogar. Okay. Schauen wir mal kurz ganz unauffällig hoch. Ein Terminal zum Hacken. Dum. Ist ja sonst noch was? Nee. Dann kümmere ich mal ganz kurz. Was? Ich hab nichts getan. Wait a second. Wer hat mich bitte gesehen? Jede Sekunde, die du dich versteckst, wäre ich nur wütender. Warum muss es nur so schlimm? Nicht wieder. Ist vielleicht der Kerl nicht wieder. Komm raus, dann mach ich's. Ah! Hä? Oh shit! Du wirst ein prima Sündenbock. Na klasse, dann kann ich gleich neu laden. Wer hat mich denn gesehen? Hab ich jetzt nicht aufgepasst. Oh Mann. Du gibst mir alles, was in deinen Taschen ist. Sonst wirst du Unfälle haben. Was? Schwere. Nee. Moment. Da war ich doch.
Hör mir auf, ey. Lad mich nicht wieder sonst wohin. Gott im Himmel.